Fabian Frey, du bist heute an der PK gesehen, an der obligatorischen Medienkonferenz. Und normalerweise sind die Spieler, die am PK gehen, auch die, die spielen. Ist das so? Heute an der PK hat auch der Alex Frey gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gross. Wie gehst du in diesen Match hinein? Ja, eigentlich so wie jeder Match. Ist ja jetzt nicht mein allererstes Spiel, das ich den von Anfang an machen würde. Darum wird speziell, weil es jetzt ein bisschen länger her ist. Aber nicht nervös oder zu viel Druck aufsetzen, sondern ja, probiere das abzuprüfen, was ich kann, alles zu geben. Und dann habe ich meinen Teil zu einem guten Ergebnis beitragen. Ich habe unter anderem auch darum gefragt, weil der Alex Frey gesagt hat, im Vergleich zum Hinspiel will er eher auf Erfahrung setzen. Unter anderem Full House hier, Hexenkessel, um eben eine Reaktion zu zeigen nach der Niederlage. Was braucht es, um eine Reaktion zu zeigen? Ja, ein bisschen mehr als nur Erfahrung. Also ist ja schön, wenn das für mich spricht. Aber ich hoffe, es gibt auch noch andere Gründe, warum ich dann schlussendlich, wenn es so ist, auf dem Platz stand. Aber ich glaube, wir müssen nicht gross irgendwie darüber reden, was wir besser machen können. Weil wir können so ziemlich alles besser machen als am letzten Donnerstag, in der Defensive wie auch offensiv. Ich glaube, Mentalität wird ausschlaggebend sein, dass wir von Anfang an bereit sind, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen von den Zuschauern. Aber ich bin zuversichtlich. Ich glaube, auch im Hinspiel, wo wir verloren haben, dass wir mir zu 100% die Leistungsgrenze gehen, das was wir geben. Arnau Comas, nos espera un partido difícil. ¿Con qué plan entremos en este partido? Bueno, un poco yo creo en mejorar del último partido en casa contra ellos, en a lo mejor ser un poco más agresivos, estar un poco más fuertes en las áreas, que es lo que nos faltó, y al final seguir con el plan que tenemos, seguir con nuestro juego y sobre todo ser fuertes en las áreas y intentar meter gol, que es lo que nos falta últimamente. ¿Qué importancia tiene un buen entrenamiento para estar preparado? Pues al final yo creo que es lo más importante, es la manera de prepararte para cuando llega el partido estar al 100%. Para mí es lo más importante, entrenar bien siempre, porque al final juegas como entrenas. Y tú no llevas mucho tiempo en Basilea, pero ya eres un jugador muy importante. ¿Cómo ves tu función en este equipo? No, la verdad que estoy muy contento aquí con los minutos, con el rol en el equipo y me siento muy bien. Con el staff, con los jugadores, estoy muy a gusto y lo único que quiero es seguir peleando, ganar todos los partidos para que los fans estén contentos y que todos estemos bien y vaya todo muy bien. Gracias. De nada.